Ich weiß aber noch nicht genau, was es anspielen soll. Und was steht da unten? Prescription? Ist das richtig? Ich weiß jetzt nicht ganz, was das heißt. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Affinität heißt oder sowas. Wäre am logischsten. So, ich muss jetzt leider einfach nochmal alle noch durchgucken, was da so steht. They were warned and they don't listen. Nee, ah nee. They were warned, but not listen. So. Und da ist irgendwas mit Surface, also die werden hier schön zur Wasseroberfläche gezogen. Naja. Tragisch, ich war nicht schnell genug. Okay, he wore irgendwas? He wore a tall, he wore, keine Ahnung, was da steht. Er hat auf jeden Fall irgendwas getragen. Aber er war nicht willkommen. Okay. Wird Perlas, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da steht. Depper Date oder sowas? Jump, Jive and Fail? Ja, Fail auf jeden Fall. Oh Mann. Eine Schleimspur des Terrors. Oh, da steht Tingle. Oh mein Gott, Tingle ist da. Cool. Ja, jetzt ist SpongeBob wahrscheinlich auch in so einer grünen Hose. Auch hier ein schrecklicher Fluch und ein schreckliches Schicksal. Ah, da steht tatsächlich Teenage Gary. Dann habe ich das vorhin richtig gelesen. Cool. Freut mich ja. Will he escape? Ja, er wird wahrscheinlich entkommen. Mit dem nächsten Bus nach Fahrplan, der dann irgendwann mal kommt am nächsten Morgen. Was haben wir hier bei der Secret Box noch so? We promise this. Was steht da? Madcap? Mystery? We'll string you along till the end. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig übersetze. Ich würde mal sagen, sowas wie, das wird dich fesseln bis ans Ende oder irgendwie sowas. Dieses Geheimnis, das ist so atemberaubend, dass es dich bis zum Ende fesselt oder sowas. Keine Ahnung. Und das bestgütigste Geheimnis aller Zeiten oder was hier? Most secret secret. Wie auch immer, das ist, wie der Patrick das nochmal gesagt hat. Verwende ich zu viel Zeit hiermit? Wahrscheinlich. You will be flipped. Aha, was auch immer. Feel grilling. Are you ready for this implement of ill? Is serving up. Aha, nee, nicht so ganz. Ah, she came from Texas. Okay, gut, dann weiß ich jetzt auch endlich, was das heißt hier. Und dann weiß ich auch so ein bisschen, auf was das anspielt. Also es sagt mir was, aber ich wüsste jetzt nicht prinzipiell genau. So, ne? Was steht da oben? Mighty Mistress of the Deep. Sandy Sheiks as she. Okay, gut. Ja, das erinnert mich an diesen komischen Film, Her, oder so heißt der ja, wo sich so ein Typ in so eine Computerstimme verliebt, oh Mann. Hat von meinen Info geguckt in den letzten Stunden. Ach mein Gott, war das dämlich. Dann hat er auch noch Sex mit der gehabt, oh mein Gott. Das erinnert mich dann wiederum an Hilf mir mit der Frau, die sich in den Handmixer Jimmy verliebt hat und später in die Lokomotive Bernhard. Oh Mann. Ja, gut. Too much information, glaube ich. Actionfiguren, so. Da werden wir jetzt nicht mehr viel Zeit verschwenden. Wir haben es auch schon eine halbe Stunde rum. Ich wollte eigentlich eine halbe Stunde jetzt den Bonuspart aufnehmen und im Endeffekt wird es auch die halbe Stunde sogar sprengen. Weil ich mich dann doch intensiver mit den ganzen Captions hier befasst habe, mit den ganzen Überschriften da. Und dann haben wir also den Blasenbarsch, den. Oh Gott, der hat echt einen sehr sexy Arsch. Tolle. Hier. Wie nennt man die Behaarung am Bauchnabel? Keine Ahnung. Hat die bestimmt einen Namen? Ja. Der Blubber Bernd auf jeden Fall. Immer noch keine Gürkchen. Dann der tolle Hecht, Larry von Lobster. Der natürlich sieht wenn er sich so auf den Bauch legt, wird er wahrscheinlich so ein bisschen aussehen wie so ein Steak. Ist auch sehr cool. Dann haben wir Don den Wal, der eigentlich, ich weiß nicht, kam der noch öfter vor als bei dem Ankerwerfen? Bei der Ankerwerfmeisterschaft? Weiß ich nicht. Wir können ihn auch übrigens selber drehen, also wir müssen jetzt nicht hier so warten, bis sich das Ganze einmal dreht, damit wir ihn nochmal von vorne sehen. Dann haben wir Patrick of Mystery. Wobei mich das eher an Nur geträumt erinnert, wo der da auf diesem Seepferdchen reitet. Davon gibt es auch ein schönes GIF. Wahrscheinlich werde auch ich nochmal ein GIF dazu machen, weil ich gerne GIFs mache. Dann haben wir den Kanonenkugel Jenkins, der auch einfach mal der ist ja nicht nur der Kanonenkugel Jenkins, der war ja auch mal der alte Jenkins, der einfach mal in der Krossen Krabbe war, den Mystery gefressen hat. Dann gab es noch den, ich glaube, Seefahrer Jenkins, weil der Leuchtturm repariert werden musste mit dem beim fliegenden Schwamm. Und dann gab es noch mal irgendwas. Der war, glaube ich, mal Bauer oder sowas, ne? Ganz am Anfang in der Folge. Wo SpongeBob ja irgendwie mit dem fliegen wollte oder sowas.
Naja, Bauer Jenkins, genau so. Naja, genau. Also der hat verschiedene Rollen. Dann natürlich Kevin C. Cucumber, den geilsten Hecht unter Wasser, den geilsten Quallenfischer, den coolsten Quallenfischer, den es gibt, so, ne? Aber er macht's ja auch nur, weil's so schick ist. Hat Angst vor der Quallenkönigin und, joa. Kevin die Seegurke halt, ein Klassiker. Mr. Krabs in Aufblashosen, auch sehr toll. Ja, noch korpulenter als sonst. Sieht so ein bisschen aus, als würde der keine Luft mehr kriegen, aber gut. Ist mir relativ latten. Dann war SpongeBob hier richtig abrockt, klar. Ich kann auch nicht nach oben und unten reden, ist schade eigentlich. Das sieht nach einem richtig heftigen Spagat aus. Also, ich glaube, das ist nicht so angenehm, wenn man das so nachstellen wollte. Dann haben wir hier den Gil Hammerstein, den Bastard. Ich hasse ihn. Ist einfach ein dummer Charakter. Muss man eigentlich nicht weiter drauf rumreiten, er ist dumm. Und dann haben wir den Blaubarschbuben. Stolpert er da gerade über was? Ich weiß noch nicht, was das ist. Keine Ahnung. Hier steht doch einfach nur... Ach nee, doch, da steht Blaubarschbube. Okay, gut. Sah gerade ein bisschen zu gequetscht aus, als dass das wirklich da stehen konnte. Nee, passt alles. Dann haben wir hier unten noch eine Actionfigur von SpongeBob beim Quallenfischen. Sieht irgendwie gruselig aus, vor allem, weil der irgendwie nicht so richtig eine Nase hat. Die ist irgendwie so zwischen die Augen gedrückt. Ach nee, gut, doch. Okay, gut. Man sieht sie hier frontal nun gar nicht. Okay, gut. Dann hat er doch eine Nase. Er sieht trotzdem gruselig aus, weil er keine Zunge hat. Ich glaube, das war das Gruselige. Heilige Kacke. Das ist echt ein bisschen gruselig. Die Drecksackblase, auch ein Klassiker. Die heißt jetzt auch tatsächlich Drecksackblase. Die ist ja, glaube ich, mal... Oder? Nee, ich glaube, bei Schlacht um Bikini Bottom war das irgendwie nicht die Drecksackblase. Da hieß sie, glaube ich, anders. Ach, ich war voll vergessen. Nee, hier hieß die auch Drecksackblase, stimmt. Dann natürlich Meerjungfrau-Mann, den Mermaid Man, den geilen Hecht. Mit seiner farbigen Unterhose. Steckt alles in der Kleidung, ne? Und eine meiner Lieblingsfiguren, definitiv, der junge Mr. Krabs. Der gerade den Geldautomaten ausgetrickst hat. Das Ausbildungsvideo ist, ne? Kann man das alles nachgucken hier. Da hat er gerade mit seinem Münze an der Schnurtrick den Geldautomaten ausgetrickst. Dann haben wir hier Sheriff Sandy. Das ist prinzipiell ein... Also, gibt's so in der Folge nicht. Kann aber tatsächlich so ein bisschen auf, Sandy, SpongeBob und der Wurm anspielen. Ich glaube, so rum war das. Nicht SpongeBob, Sandy und der Wurm. Ich weiß es nie, wie rum die Namen sind. Auf jeden Fall gibt's ja auch diese Stelle, wo die dann noch beraten, was wir jetzt wegen dem Wurm machen. Da kommt ja Sandy auch so, ja, falls ihr mich bezahlen könnt, ne? Blablub. Kurz bevor Patrick hier seine tolle, bahnbrechende Idee hat, die so schön viral gegangen ist. Den Bikini-Bottom einfach woanders hinzuschieben. Patrick als Polizist mit grüner Krawatte. Okay. Ja, hat auch was. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man die so rummacht. Wenn man die so rumdreht. Ihr alle seid böse Menschen! Ach, das ist ganz cool. Hat was. Und dieser Gesichtsausdruck, ey, herrlich. So, hatten wir, genau. Sheldon Plankton als, Polizist. Sheldon J. Plankton ist er eigentlich. Für was auch immer das J steht. Erinnert mich so ein bisschen an Homer. Wo Homer immer wissen wollte, was überhaupt der volle Name von dem J-Punkt ist. Und es war dann im Endeffekt J, ja. Unglaublich spannend. Dann haben wir hier SpongeBob als hinterhältigen Einsiedler. Alter, die SpongeBob-Sachen sehen immer so gruselig aus. Das Face ist einfach so gruselig. Alter. Haben wir hier Manta-Rochen, der die Welt unterjocht hat, offenbar. Coole Sache. Auch hier wieder so eine schöne Pose, die man so schön rundum machen kann. Herrlich. Okay. Dann haben wir hier Sandy an der Stange. Ah nee, es ist keine Stange, schade. Ja, was heißt schade? Es ist besser so. An einem Seil. Okay, gut. Reiten wir nicht länger drauf rum. Mrs. Puff. Die Frau Puff. Ja, auch die danzt hier gerade voll ab. Yeah, 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 yeah. Ach ja, Mrs. Puff mag ich nicht. Ich mag den Charakter nicht so. Ja, nicht so mein Fall. Dann haben wir hier Patrick. Bei, die Packer. Wobei das auch schon so ein bisschen... Es hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit mit, wer ist sie gleich? Ah, scheiße. Die Folge, wo Patrick SpongeBob nachmacht, mein Gott. Wie heißt die Folge? Ich komme gerade partout nicht drauf. Ich weiß das doch eigentlich. Mein Gott. Ich guck gerade nach. Das war doch die erste, oder? War das nicht die?
Dumm, dickrosa Dumm? Stimmt, das war die Folge, ne? Fällt mir jetzt gerade so ein. Ich dachte nämlich erst, das war die nicht. Doch, das war die. Ja, ja, klar. Da frisst er auch hier so in der großen Krabbe alles in sich rein. So, ja, ja. Sieht so ein bisschen danach aus. Sandy bei einem Paddelrad der Ehre. Ja. Wenn man es kann, dann ist es sicherlich ganz cool. Ich kann sowas nicht. Vor allem nicht mit solchen Rädern. Wenn man die überhaupt Räder nennen mag. Oh, und der Siegbird. Ja. Tja, ich habe alles erreicht, was du... Von dem du geträumt hast. Und zwar wir alle. Ich lade euch ein. Ach ja. Ich mag den irgendwie, der ist cool. Der Charakter hat was. Dann haben wir nochmal Thaddäus. Gibt's nicht so Seifenblasen? Gab's nicht so eine Folge? Ich weiß nicht hier. Die Technik, die Technik. So, das ist nicht immer so ein abwertender Blick vom Thaddäus hier. Also Thaddäus versucht sich auch an Seifenblasen. Dann haben wir noch Karen, den Computer. In seiner ursprünglichen Form. In späteren Folgen taucht Karen ja nochmal mobil auf Rädern. Aber das ist die ursprüngliche Form. In Form eines Wandbildschirms. Ja, cool. Dann werden wir so mit den Actionfiguren durch. Und jetzt kommt noch die ultimative Actionfigur hier in der Mitte. Das ist nämlich die große SpongeBob-Actionfigur 27 in Gold. Ah, schön. Einfach schön. Das ist im Endeffekt hauptsächlich unser Lohn. Coole Sache. Soll ich den Bonuspart splitten? Ach, nö. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich hätte ich ihn jetzt doch gesplittet haben. Mal schauen. Mal schauen. Sehr schön. Das war jetzt auf jeden Fall dann erstmal Kunstgalerie und Actionfiguren. Das hat echt verdammt lang gedauert. So, und jetzt haben wir halt noch dieses eigenen Film erstellen. Und da will ich jetzt mal genau sehen, wie das abläuft. Ich vermute nämlich tatsächlich, dass man dann einfach jede Rolle mit jedem Charakter mal besetzen kann. Und das würde ich euch noch ganz gerne zeigen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann werde ich wahrscheinlich eine eigene Playlist machen und werde da mal alles reinpacken, dass ihr jede Szene mit jedem Charakter sehen könnt. Und wer daran Interesse hat, wer einfach mal sehen will, boah, ich hätte jetzt mal gerne den Plankton als Polizist gesehen, der kann das dann halt so machen. Das fände ich ganz cool, wenn das halt jetzt auch wirklich so funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie es funktioniert. Aber ja, es ist tatsächlich genauso, wie ich mir das erwartet habe. Cool. Das ist geil. So, aber wie kann ich das denn machen? Dreh deinen eigenen Film, ja? Okay, gut. Dann wir jetzt den Maestro. Sagen wir es mal schon mal. Ja gut, da wollen wir jetzt Sandy sehen, da wollen wir Thaddäus sehen, da wollen wir Sandy sehen und so weiter. Und dann machen wir jetzt einfach mal alle mit Sandy voll. Und der hinterhältige Einsiedler ist jetzt der Plankton. Und da können wir ja auch Film zeigen gehen. Und dann wird jetzt nochmal der ganze Film abgespielt wahrscheinlich, ne? Und dann haben wir jetzt halt die verschiedenen Rollen. Also so vermute ich das und das ist auch eigentlich echt ganz geil. Also diese Funktion ist wirklich richtig, richtig cool. Finde ich sehr, sehr schön, dass das so gemacht haben. Naja, gut. Jetzt wird der ganze Film kommen, deswegen... Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt... Ich habe jetzt 3 gedrückt. Ist jetzt der ganze Film abgebrochen oder jetzt... Ach nee, es ist ja wiederholen. Ha, überspringen. Muss ich jetzt den jeden einzelnen Schritt überspringen oder überspringe ich jetzt den ganzen Film? Frage ich mich. Wenn ich zum Beispiel nur eine Szene... Okay, ich überspringe nur eine Szene, gut. Das kann jetzt also noch was dauern. Ich überspringe jetzt also währenddessen schon mal ein bisschen den Film. Damit ich wieder ins Hauptmenü komme. Und, ja... Ich weiß noch nicht ganz. Ich bin jetzt nämlich so dazwischen. Ich überlege gerade, ob es jetzt Sinn macht, in Echtzeit ein Video zu erstellen, wo ich euch frage, wie genau ihr das sehen wollt, oder ob ich das jetzt einfach durch dieses Video mache. Ich glaube, es ist nicht so eilig, deswegen sage ich das, glaube ich, durch dieses Video. Ich mache da kein extra Video zu. Also jetzt einfach mal die Bitte, wie genau wollt ihr das sehen? Wir können das jetzt nämlich so abhandeln, dass ich... quasi nochmal mit jedem einzelnen Film uploade. Das heißt, dass ich eine Rolle, dass ich einen Charakter nehme, der jede Rolle hat. Könnten wir so machen. Dass wir also einen Sandy-Film haben, einen Plankton-Film, einen SpongeBob-Film oder so weiter und so weiter. Wir können es aber halt auch so machen, dass wir wirklich jede einzelne Szene uploaden, also dass ich jede einzelne Szene uploade, dass wir quasi dann 6 Szenen haben mit den Kellnern, dass ihr dann einfach, ich sag mal, so ein 1-Minuten-Video habt, wo ihr dann halt die Kellner-Szene sehen könnt. Ne? Und das wäre eigentlich so ein bisschen so eine Idee. Ich glaube, das kann man nicht arrangieren, dass ihr quasi so dann auch selber euer eigener Regisseur sein könnt, dass ihr so sagen könnt, okay, ich will den und den und den und den haben. Das kann man ja über YouTube eigentlich ganz schön machen mit so Verlinkungen. Dass man quasi sagt, hier zum SpongeBob-Film, hier zum Patrick-Film und sowas, ne, dass man dann so mit Anmerkungen arbeitet. Das könnte man sicherlich arrangieren, dass ihr quasi auch selber so euren individuellen Film erstellen könnt. Ich glaube, das machen wir so, oder?
Also schreibt einfach mal, was ihr besser fändet, ob ihr wirklich so einfach mal einen ganzen Film mit allen Rollen mit der gleichen Besetzung haben wollt oder ob ihr halt wirklich so einen interaktiven Film gerne machen würdet. Gerade für die, die das Spiel nicht haben und einfach mal sehen wollen. Ja gut, ich will einfach mal die Kombination sehen mit Patrick als Polizisten und SpongeBob als Kellner. Auch wenn das ja im Endeffekt völlig unabhängig voneinander ist, aber einfach mal so, dass ihr quasi so euren perfekten Film bastelt, dass jede Rolle wirklich so, ne? Das hat, was ihr haben wollt. Also ihr sagt, gut, der war in der Rolle aber am besten, den fand ich am witzigsten, den will ich jetzt für meinen finalen Film haben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Dann würde ich auch selber wahrscheinlich mal so einen Film basteln, dann würde ich mir das alles mal angucken und es ist auch generell halt viel besser, wenn ich jetzt, in meinen Augen ist es einfach besser, wenn ich jetzt wirklich nur diese 1-Minuten-Clips habe oder was weiß ich, die ich dann angucken kann und jetzt nicht so ein ganzes 30-Minuten-Video habe, wo ich dann erstmal die Stelle finden muss, wo war denn jetzt die Kellner-Szene, wo war jetzt die, keine Ahnung, Szene, wo der hinterältige Einsiedler mit den Superschurken spricht, ne? Das muss man halt immer so raussuchen und, ne? Und es ist auch wahrscheinlich so gesehen, na gut, es ist wahrscheinlich noch aufwendiger, wenn ich das jetzt einzeln alles schneide. Aber das wäre jetzt so meine Idee, dass wir es so machen. Wieso bin ich jetzt wieder in die Kunstgalerie gegangen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde den Part doch splitten. Scheiß drauf, was ich gerade gesagt habe. Nee, ich glaube, das mache ich jetzt wirklich so. Ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das ist wirklich eine richtig gute Idee, das mache ich jetzt so, dann werde ich das schon gemacht haben. Dann werde ich das jetzt aber auch nochmal in die Beschreibung schreiben. Also guckt am liebsten jetzt nochmal in der Beschreibung kurz nach, ob ich da irgendwas dazu geschrieben habe, dass ich das jetzt wirklich so mache. Sonst, wenn ich da nichts geschrieben habe, oder auch gerne sonst, könnt ihr mir einfach mal schreiben, ob ihr das gut findet, wenn ich das so mache, dass ihr euren eigenen Film dann auch erstellen könnt. Wie gesagt, das würde dann alles in eine abgesonderte Playlist, weil das ist sonst zu viel hier so. Da sieht man so, oh ja gut, der hat das Let's Play, ah Alter, der hat aber 50 Parts, der hat 60 Parts, das ist ja heftig, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ist so ein bisschen erschlagend und das gehört einfach nicht mehr zum Let's Play, das ist einfach nur so ein bisschen Bonus zu dem Spiel. Ja, das will ich euch dann noch anbieten und ja, dann wäre es eigentlich gewesen. Und es ist eigentlich Zeit für die Mitwirkenden, ja. Und deswegen muss ich es definitiv noch splitten, weil ich das voll vergessen habe, dass ich auch noch Mitwirkenden und ein Fazit machen muss. Oder machen will zumindest. Ja. Gut. Film ab. Film ab, Mitwirkende. Herrlich. Ja. Das Spiel hat mich schon sehr lange begleitet. Das ist ein Evergreen für mich, was den Multiplayer angeht. So ein bisschen wie Crash Bash, also wenn ich bei meinem Vater bin, zocke ich das auch öfter mit ihm, weil macht halt wirklich Bock. Also es ist wirklich ein Spiel, was richtig coole Minispiele hat, die gerade mit Freunden oder sowas richtig Spaß machen können. Und ja, das ist für mich vor allem auch wieder hier das Geile, wie es eben auch bei Crash Bash ist. Der Story-Modus ist eigentlich ganz nett, ist aber teilweise ein bisschen, na, es ist halt sehr redundant. Das ist so mein Problem. Man muss halt wirklich jedes Spiel mindestens dreimal spielen, wenn man alles freischalten will. Und was ich halt auch ziemlich doof finde, dass man halt Sachen nicht mehr holen kann im Bronzemodus, wenn man den Silbermodus gestartet hat. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schwierig zu programmieren gewesen, dass man sagt, okay, gut, der kann das auch später noch holen, ist ja egal. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich echt ein bisschen schade. Aber ja, so von der Idee her sehr cool, dass man so den eigenen Film, dass man so einen Film aufbaut, dass man so die verschiedenen Rollen quasi, um die verschiedenen Rollen kämpft, dass man für verschiedene Punktzahlen haben muss, dass man Konkurrenten hat, die mehr oder weniger gut sind und dass man dann halt wirklich immer so ein paar Sequenzen sieht, die dann am Ende zu einem richtigen Film zusammengefügt werden in der richtigen Reihenfolge. Weil es hat mich am Anfang sehr verwirrt. Die Idee finde ich aber prinzipiell echt ganz gut. Ich habe ja auch mal vorgeschlagen, dass man einfach nur am Ende den ganzen Film zeigt und währenddessen die ganzen kleinen Sequenzen rauslässt. Aber ich finde es tatsächlich doch ganz gut so gemacht. Wobei ich halt auch sagen muss, wenn man das einmal gesehen hat, diesen ganzen Film, dann hat man persönlich, also das ist bei mir vor allem so, jetzt nicht wirklich das Bestreben, den nochmal komplett zu gucken. Deswegen habe ich halt auch gesagt, ich würde es dann in diesen kleinen Sequenzen tatsächlich unterteilen. Weil so ein ganzer Film dann einfach nochmal durchgucken, man kennt es eigentlich. Man wartet halt nur darauf, dass der vielleicht mal einen anderen Spruch bringt in der Rolle. Aber prinzipiell ist es genau dasselbe, es ist dieselbe Story natürlich und die meisten Charaktere sagen halt auch dasselbe, es ist halt nur immer diese eine Rolle, die sich ändert. Und das ist dann eigentlich ein bisschen wenig, um sich dann auch wirklich den ganzen Film noch anzugucken, in meinen Augen. Aber das ist ja überhaupt nichts gegen das Spiel, ich finde es auch echt ganz cool. Trotzdem, gerade weil man nur diese Möglichkeit hat, seinen eigenen Film am Ende zu createn, ich weiß nicht, ab wann das geht, ob das auch schon nach dem Silbermodus geht, aber ich glaube, das geht erst nach dem Goldmodus, ne, wenn man ihn abgeschlossen hat. Ja, doch, ich finde es gut gelöst, komm.
Das ist eigentlich echt ganz gut, dass man quasi so dreimal erstmal selber den Film durchspielen muss und dann kann man sich halt selber seinen Film basteln. Das ist, doch, es ist ganz cool. Doch. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht so großartig was gegen sagen. Minispiele ist dann so ein bisschen, also es gibt wirklich sehr, sehr geile Minispiele. Also Bulia der Turn ist ja wirklich richtig, richtig geil. Auch so Minispiele wie Es funkt finde ich sehr cool. Quallenbungee, Aufblashosen. Ich könnte einige aufzählen. Es gibt echt sehr, sehr viele, die Spaß machen. Auch Schleudern und Schwingen ist mit menschlichen Spielern richtig cool. Aber es gibt dann halt auch diese Spiele, wo die CPU, wo die KI wirklich einfach kacke ist. Wo du aber auf sie angewiesen bist. Und sowas ist wirklich ziemlich blöd. Vor allem, weil du den Schwierigkeitsgrad nicht mehr ändern kannst im Story-Modus. Das heißt, wenn du jetzt schwere Gegner hast, ich hatte die auf Schlau stehen, und deine Gegner dann einfach besser sind, weil die halt so drauf programmiert sind, dass sie sich richtig verständigen, ich mich aber mit einem programmierten Spieler nicht verständigen kann, dann ist es halt kacke, weil die dann früher fertig sind bei Schleudern und Schwingen, dadurch die 1000 Punkte bekommen, ich bekomme dann dadurch nicht meine Punktzahl, die ich brauche und so weiter und so fort. Das ist echt ein bisschen dumm teilweise. Das hat mich wirklich ziemlich aufgeregt bei dem Spiel. Und Maschinenschrott ist tatsächlich richtig kacke. Das ist, ich mag das Spiel überhaupt nicht. Das finde ich echt richtig dumm. Ist überhaupt nicht mein Fall. Also finde ich echt ein bisschen schlecht, dass sie das reingepackt haben. Aber es ist meine Meinung. Ich finde es jetzt wirklich nicht gut. Aber prinzipiell, das Spiel ist echt richtig geil. Ist auf jeden Fall sein Geld wert und macht eine Menge Bock. Im Multiplayer, aber auch jetzt die Story durchspielen. Richtig cool. Ich wollte immer mal Let's Playen, habe es jetzt gemacht. Das war eigentlich so ein bisschen wie bei Crash 4, da hatte ich nämlich beim ersten Mal, habe ich das auch noch nie ganz durchgespielt gehabt. Nicht mal mit diesen billigen Saphir-Relikten, ne? Ich meine, ich habe ja später noch Gold und Platin geholt, im Add-on und Replay, aber ich hatte es noch nicht mal mit Saphir durch. Hier war es, ja gut, ich hatte halt Bronze und Silber durch, aber Gold bin ich immer irgendwo hängen geblieben. Beim Abfalleimer. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal durchgespielt, deswegen macht auch das mich so ein bisschen stolz. Andererseits war es jetzt auch nicht so krass schwierig dann im Endeffekt. Es gab schwierige Stellen, aber die schwierigsten Sachen waren dann wirklich tatsächlich die letzten Actionfiguren und Kunstgalerie, Bilder, Dinger, Grafiken, Konzeptgrafiken. Na, es sind keine Konzeptgrafiken, Grafiken halt, ne? Belohnungsgrafiken, so hießen die, glaube ich, immer. Ja, also das ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen, wo es aber halt auch Lösungen für gab, und zwar war die Lösung dann eigentlich ganz einfach, die Schwierigkeit zu ändern. Also entweder die eigene Schwierigkeit, also die generelle Schwierigkeit runterstellen oder die CPUs dummer machen. Dümmer, nicht dummer. Ja, es gibt einige Möglichkeiten da und das ist eigentlich echt ziemlich geil. Macht ziemlich Bock und ja, ich habe da jetzt eigentlich nicht mehr groß was zu sagen. Ich finde echt cool. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch dann bei SpongeBob weiter dabei seid, wenn es dann mit Start und Genie-Bot mal weitergehen sollte, wenn ich mir jetzt endlich mal bestelle. Ja, abschließend nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, SpongeBob wird bald weitergehen wahrscheinlich. Vielleicht werde ich jetzt auch erstmal, weil ich es eben sowieso noch nicht bestellt habe, mich kurz nochmal ein bisschen mehr auf Zelda konzentrieren, dass das mal wieder ans Rollen kommt. Projektetechnisch muss ich halt einfach mal ein bisschen gucken, wie ich das alles organisiere. Aber es wird weitergehen mit Schlacht im Bikini-Bottom. Wie lange es dauert, kann ich euch aber noch nicht sagen. Ich würde es auch eigentlich ganz gerne jetzt direkt am Anschluss weitermachen, aber ja, ich krieg's gerade nicht hin. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mir fehlt einfach die Motivation, es zu bestellen. Ist einfach so. Weil die CD einfach kaputt ist. Ich meine, das ist völlig banal, aber ist so. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn ihr darauf Bock habt. Und wenn ihr Bock habt, noch den Film zu designen, hier selber zu erstellen, wird das sicherlich auch in den nächsten Tagen passieren. Andererseits habe ich jetzt auch schon knappe 2 Wochen mein Abo-Special auf der Festplatte und immer noch nicht angefasst. Insofern kann das bei mir mittlerweile etwas dauern. Also seht's mir nach. Auf jeden Fall, die Möglichkeit werdet ihr noch bekommen. Bis dahin. Tschüss.